Hallo liebe Zuschauer, wir sind wieder mal hier in Berlin im Chalet Suisse im Grunewald, weil wir sind ja unsere Partner und wir arbeiten auch fleißig zusammen und es ist einfach auch der schönste Ort hier in Berlin. Ja, und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen ganz tollen Gast, also es sind immer alle tolle Gäste, die ich habe, aber das ist die Carmen. Carmen Underwater ist ein toller Name. Schön, dass du da bist. Hallo Peggy, danke für die Einladung. Ich könnte schon wieder knuddeln, wenn ich dich sehe, muss ich immer lachen, mich freuen. Ja, die Carmen habe ich vor einigen Jahren, ist schon ein paar Jahre her, ne? Mhm. Da war ich auf so einer Privatveranstaltung oder ich sag mal so ein Hauskonzert. Ja, es war ein Hauskonzert, ja. Ja, und die Carmen ist ja Sängerin und dann saß sie da so an ihrem Keyboard oder was das war. Und dann fing die an, da zu singen und ich saß wirklich, ich war aufgedonnert, kam da hin und auf einmal kullerten mir die Tränen. Ich war so gerührt und ja, und seitdem habe ich ihren Weg ein bisschen begleitet. Und was war das für ein Song? Das war You. You war der Song, der dich so berührt hat damals. Ja, das ist der. Kannst du den uns anspielen? Na, dass klar. Sie einfach, das seid da gleich drin. Carmen muss man nicht viel reden. Also das Keyboard habe ich jetzt heute mal zu Hause gelassen. Eigentlich ist das mein Instrument, aber. Cold water ran down my face while I watch you go. One piece of you that I kept inside let my heart glow. Du schreibst die Songs selber? Ja, genau. Also es gibt hier und da mal so einen Song, den singe ich auch mal ganz gern nach, aber eigentlich schreibe ich ganz gern selber, ja. Ich kann es auch nicht beschreiben, das, was damals so passiert ist mit mir. Es gibt wenige, die mich so mit so wenig, also das ist so viel und so wenig. Es ist irgendwie alles und nichts, ne? Es berührt so zwischen den Welten. Du hast jetzt, also im Grunde gehört natürlich auch Erfahrung dazu. Seit 20 Jahren stehst du auf der Bühne? Ja, ich habe 20-jähriges Bühnenjubiläum. Oh, guck mal, das wird sogar gebellt. 20 Jahre! Wow, wow! Das wird der neue Hit. Wow, wow! 20 Jahre stehst du schon auf der Bühne? Ja, ja. Und ich habe mit Cover Rock angefangen und irgendwann dachte ich mir, nee, also irgendwas ist da in mir. Ich muss mich selbst ausdrücken. Ich muss da mal Songs schreiben. Dann habe ich langsam angefangen. Und jetzt hat sich das genau gedreht, also jetzt cover ich vielleicht noch so ein oder zweimal irgendwie so, wenn es ins Programm passt und wenn ich irgendwie Lust dazu habe. Und ansonsten sind das einfach nur komplett meine Songs. Mhm. Wann hast du, also ich will jetzt nicht sagen, wie alt du bist, das spielt ja keine Rolle, aber wenn du vor 20 Jahren angefangen hast, warte mal, dass ich mal rechne, da warst du ja noch ein Teenager. Ja. Mhm. Ja. Ja, da war ich noch ganz jung, ja. Kommst du aus einem Elternhaus, wo du da auch musikalisch gefördert wurdest, also dass man dich da so auch reingeführt hat? Also auf jeden Fall war bei uns Musik ganz wichtig in der Familie. Mein Vater hat auch Musik gemacht, der spielt Klarinette und Keyboard und in seiner Blaskapelle auch ab und zu mal irgendwie so die Trommel, die hinterherläuft. Aber er spielt vor allem halt ganz viel Keyboard und das hat mich schon immer begleitet. Also ich habe immer gesehen, wie er auf der Bühne steht und war immer mit dabei und das prägt natürlich. Und zu Hause lief bei uns das Radio rauf und runter. Kann ich mir richtig vorstellen. Hast du damals schon rote Haare? Also du bist ja auch so eine Frohnatur, ne? Wenn du also ich kenne dich ja nur so. Macht das die Musik mit dir? Also du hast ja auch sehr viele tiefe Songs, ne? Die ja so richtig reingehen. Aber du strahlst, aber da muss ja. Du schreibst ja über dich, oder? Ich schreibe über mich, aber beim Schreiben sind es dann doch eher so die ernsteren Themen, die mich bewegen und auch dieses tiefe Gefühl. Aber das kann auch ab und zu mal ein lustiges Gefühl sein oder einfach mal so eine Abrechnung mit irgendjemandem. Echt? Sowas machst du? Ja, das tut auch manchmal gut. Ja? Ja?
Ja. Nein, man ist befreit. Ne? Es ist im Grunde auch eine Art Heilung, oder? Es ist so eine Art Seelenhygiene oder wie nennt man das? Auf jeden Fall. Und das macht ja auch Spaß. Ich schreibe die Songs in einem Moment, aber eigentlich verändern die sich jedes Jahr mit mir. So wie ich mich entwickle, so ist der Song dann auch irgendwann mal anders. Und irgendwann singe ich den auch anders. Das kriegt vielleicht jetzt keiner von außen unbedingt mit, aber ich spüre das. So, wenn ich auf die Bühne gehe und den Song, den ich vor 5 Jahren gespielt habe, jetzt spiele, dann ist der für mich eine ganz andere Gefühlsnummer, als es damals war. Also ich kenne dich jetzt von damals und ich sehe dich jetzt so heute. Du hast auch ein Kind bekommen, du bist jetzt auch Mama. Ja. Hat das auch für dich nochmal so was, dein kleiner Schatz, ja, der kleine Mann, wie hast du neulich gesagt, ein cooler Typ oder irgendwie so, ja, ne? Auf jeden Fall. Hat das für dich auch eine Menge verändert? Hast du dadurch nochmal so einen Schub bekommen in der Reife? So, kannst du das spüren? Ja, also ganz deutlich, und ich spüre es auch in der Stimme. Also die Stimme hat sich verändert, ist weicher geworden. Was ich aber auch gut finde, weil also ich war schon immer so wirklich vorne dran und voll die Power-Tante. Und das tut mir ganz gut, wenn ich mal ein bisschen weicher und zarter werde. Ja. Also weißt du, warum ich gerade so lachen muss? Da bellen diese Hunde immer. Und du magst Hunde nicht wirklich oder so ein bisschen. Nee, das ist jetzt nicht so. Das ist ein Zeichen, ich sag dir, dass der Hund bellt die ganze Zeit. Also ich habe nichts gegen die, aber es ist gut, wenn die da sind und ich bin einfach da. Aber die sind, glaube ich, angeleint. Du hast ja schon auch produziert, ne? Man kann deine CDs ja auch schon kaufen. Ja. Mhm. Wie heißt das erste Album? Wann kam das raus? Also, dass man so ein bisschen verfolgen kann? Ich habe immer so kleine CDs gemacht, also gar kein ganzes Album, sondern immer nur so 4 Songs und 5 Songs. Okay. Und das erste, das hatte gar keinen Namen jetzt, also keinen eigenen Namen. Das war einfach nur unter meinem Künstlernamen veröffentlicht. Und das zweite heißt jetzt Breathe, also die zweite EP, nennt man das, wenn es 5 Songs sind. Ja. Also Atmen oder Atmen? Ja, Atmen. Gibt es eine Geschichte dazu? Ja. Ja, es gibt eine Geschichte dazu. Und zwar hat mir die Peggy irgendwann mal einen deutschen Text dazu geschickt und ich hab dann gesagt, okay, ich vertone dir diesen Text. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Zack, bumm, so ist es passiert. So selber ist schuld. Passiert. Und dann dachte ich mir, mitten in der Nacht, also ich dachte ich mir, nee, also irgendwie. Das ist super, aber irgendwas, und da kam auch ein Thema in mir hoch und das musste da verarbeitet werden. Und dann habe ich den Text umgeschrieben auf Englisch. Darf ich das so sagen, wenn dein Papa das sieht? Das war ein Vaterthema oder ein Mannthema oder ein Beziehungsthema? Ja, genau. Das hat uns gerade sehr bewegt in der Phase, das stimmt. Mhm. Genau. Und und dann musste das einfach mal raus. The tide comes in, I feel so weak. As I dive in the water, when I come up again, I lay myself down, but it's still not over. I breathe to get back control. I breathe and keep hold of the last piece of my soul. Bist du angetreten bei einem Contest sogar, ne? Bei dem Berlin Song Contest? Oder? Das war damit nicht. Nee, nicht mit dem Lied. Und zwar hieß das Lied Stay. Das war nochmal eine andere Geschichte. Und dann, was ist dann passiert? Also das war ein Contest und. Genau, Berlin Song Contest. Stay ist ein Liebessong. Das habe ich wirklich für meinen Traummann geschrieben, den ich auch immer noch habe. der ist da. Und wie das Wort schon heißt, Stay, ne, da stelle ich die Frage, darf ich denn bleiben, weil das ist so wunderschön mit dir. Und mit dem Song bin ich angetreten für Gropiusstadt, weil man muss sich vorstellen, der Berlin Song Contest, der macht es sowas, so ähnlich wie der Eurovision Song Contest. Was es dort die Länder sind, ist es beim Berlin Song Contest die Stadtteile in Berlin. Und genau, Neukölln war schon vergeben. Also dachte ich mir, aber irgendwas in Neukölln muss es sein. Dann nehme ich doch Gropiusstadt. Mhm. Beziehungsweise wurde mir das auch ein bisschen so aufgedrückt. Ja.
Und ja, und dann habe ich tatsächlich den Jurypreis gewonnen, dann an dem Abend, als es dann zur Live-Show kam. Also nee, das war Halbfinale, gab es noch, genau, da bin ich noch den durch. Den Jurypreis. Und das Finale war dann Jurypreis. Also, kannst du kurz so stehen bleiben und nichts mehr sagen? Bleib mal kurz. Liebe Zuschauer, wir müssen einfach dranbleiben. Und wir sehen uns nächste Woche mit Carmen, und weil das ist einfach zu kurz und zu viel. Also, bis dann, tschüss.